So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Stronghold 2. Immer noch in der Kampagne gegen Edwin. Euch können wir mal zurückziehen. Marschiert! Ja, wir haben uns hier ein bisschen eingegraben. Und müssen jetzt sehen, dass wir hier. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg, my lord. Unsere Länderei so gut wie möglich auch ausnutzen. Wählt die Güter aus. Wie oft bitte, Sire? Wählt die Güter aus. Sodass auch wir wählt die gewünschten Materialien bekommen. Frage ist, produzieren wir hier oben schon Schwerter? Nee, ich glaub's nicht. Wir werden jetzt aber erstmal warten, bis die ersten Eisenlieferungen vollständig sind. Wir brauchen nämlich Eisen bis zum Abwinken. Dann werden wir jetzt unsere ersten Produktionen schon mal vorbereiten. Zum Beispiel werden wir jetzt hier hinten eine Rüstungsproduktion errichten. Einmal 4 bitte. Die weiteren Sachen warten wir mal. Setzen hier einmal unsere Produktion vollständig auf 0. Damit wir gucken können, wie sich das so einpendelt. Wie können wir dienen? Ja, die Länderei haben wir hier immer noch unter Beschuss und versuchen die immer wieder ankommenden Belagerungsstreitkräfte abzuschießen. Und Edwin buddelt sich hier hinten ein, ey. Ist das eigentlich eine aktive KI? Weiß da jemand was? Also baut der auch richtig? Oder ist das eine passiv ausbildende KI? Das weiß ich tatsächlich nicht. So. Rekruten benötigt, ja. Jetzt so langsam können wir auch wieder ein bisschen mehr auf Armbrüste übergehen und die ersten Schmiedestellen bauen. So, auch davon nehmen wir einmal mindestens 4. Also wir werden hier zu einer einzigen Rüstungsburg. Muss man wirklich einfach mal so sagen. Dann stellen wir mal hier schon mal Schwertkämpfer hin. Pikiniere und Ritter selbstverständlich auch. Brauchen wir eventuell mehr Pranger? Aktuell nicht. Okay. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Woher haben wir bitte schon die ersten Rüstungen? Oder bringen die uns schon Eisen? Wählt die Güter aus. Kann sein, dass sie uns schon Eisen bringen, ne? Die Güter sind auf dem Weg. Dann rückt mal rüber das gute Zeug. Das in diesem Fall kupferfarbene Gold. Warum auch immer das Eisen damals. Ja gut, vielleicht war das noch nicht so gereinigt wie heute. Kann natürlich sein. Das Vorratslager ist voll, my lord. Das Vorratslager ist voll. Och du Scheiße. Wir haben Geld, wir haben genug Geld, wir haben genug Geld. Wir haben aber sowas von genug Geld. Heilige. Heilige, haben wir viel Zeug. Ja. Ich glaube, wir können mal eine richtig gute Produktion anfachen. Waffen benötigt, Sire.
Holder. Gibt mir mal sowas hier. Damit kann man nämlich ebenfalls lustige Dinge tun. Dann bauen wir auch mal die ersten Ställe für unsere Ritter. Dahin erstmal ein. Dann wollen wir hier ein Torhaus reinbekommen. So. Dich lösen wir jetzt aus. Dich brauchen wir nicht mehr. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. So, Piken. Wir wollen Piken haben. Ich weiß gar nicht, ob die so immer noch so OP sind wie in Stronghold Crusader und Stronghold 1. Hoffentlich. Wäre ganz nett, wenn das so wäre. Ich glaube es aber ehrlicherweise nicht. Aber ich weiß gar nicht, ob die in Stronghold 1 so OP waren. Das weiß ich tatsächlich nicht. Waren die stark? Dann haben wir auch bald eine ordentliche Streitkraft zusammen an schönen Waffen Schwertkämpfern etc. Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen, uns fehlt es jetzt halt wirklich nur an Ehre. Was können wir denn für Ehre machen? Ein Rüstungsschmied hat das Gesetz gebrochen, mein das Herr. Das geht aber gar nicht. Können wir hier vorher schenken noch ein Jahrmarkt öffnen. Und Turnierkämpfe kommen auch irgendwann. Ach, den machen wir auch jetzt schon mal. So, so langsam blühen wir auf. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. So, wir haben den ersten Sag Ritter. Nur, was ich tun soll. Geh auf dein Pferd. Als für eins haben. Du sollst auf dein Pferd gehen, Junge. Ich weiß ja nicht, was du daran nicht verstehst, aber. Hey. Ne, der war im Gebäude, dann kann er das, glaube ich, nicht. So. Braucht ihr etwas? Ihr könnt dann jetzt auch langsam aufhören. Wie lautet der Plan? Ich glaube, da kommt nicht mehr viel. Habe ich so das Gefühl. Und dann werden wir hier noch eine schöne Statue von uns hinsetzen. Sehr schön. Und müssen wieder ein bisschen verkaufen. Wahrscheinlich hier. Boah, wir haben hier viel Zeug, ey. Aber eisenmäßig hat sich das sehr schön eingependelt. Da bekommen wir jetzt ziemlich viel. Das heißt, unsere schöne Rüstung kann sehr gut arbeiten. Hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Waffen benötigt, Sire. Wir brauchen eventuell nur ein mehr Rüstungsleute. So, dann stellen wir hier hinten noch einen rein. Und hier am besten noch das einen. Das passt da nicht hin, Dude. Das passt da nicht hin, Mann. Da, danke schön. Und das bitte Piep. Oder, ja, es sind eigentlich helle Baden. Ich weiß. Aber hey. So. Waffen benötigt, Sire. Brauchen mehr Rüstungen. Bauen da jetzt auch mal ein paar Rüstungen. Ja, Markt läuft auch. Jetzt können wir mal auch wir richtig Steuern nehmen. Gold, oh, oh, oh. Keine
Boom. Stopp. Das reicht völlig aus. So, dann brauchen wir noch einen Falkenarm. Da noch ein und hier auch noch vielleicht. Ganz schön, danke. Auf Burgküche verzichte ich erstmal, bis wir die nächsten Ländereien haben. Was hat denn gerade? Ja. Hier, da haben wir auch erstmal genug Baumeister, die hier fleißig ihre Arbeit verrichten. Und jetzt bringen die hier ihr Stein vor der... Schmied hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Vor der Mauer, ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das so toll finde, aber so ein großer Wirtschaftseinschnitt ist das jetzt auch nicht. Muss man dazu sagen. So, ihr könnt hier ruhig noch ein bisschen mehr Holz abbauen. Holz ist immer gut zum Verkaufen. Auch wenn es in Stronger 2 nicht nachwächst. So langsam wird's aber doch was. So, dann brauchen wir auch mal ein bisschen mehr Hopfen, wie ich sehe. Das passt da nicht hin, my lord. Hier so, bitte, danke. Der Ritter. Ist der jetzt endlich hier? Gönn dir mal ein Pferd. Allgemein können die Ritter mal dort sich sammeln und jetzt kriegen wir auch die ersten neuen Ritter. Rekruten benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Ich will auf 50 Ehre, ach du Scheiße. Davon sollten wir uns nicht zu viel leisten. Bin ich ehrlich. Rekruten benötigt, Sire. Wir sollten mehr auf Schützen gehen, weil die sind ja bekanntlich das A und O in der Verteidigung und im Angriff tatsächlich auch. Klar, so eine richtig dicke Feldmacht wäre natürlich auch ganz hübsch. Aber das reicht erstmal so. An sich. Hier bekommen wir jetzt auch wieder gut Ehre. Das ist doch schön. Waffen benötigt, Sire. Pikiniere sind allgemein viel günstiger als Schwertkämpfer. Das heißt, sie werden auch höchstwahrscheinlich ein bisschen schwächer sein. Obwohl sie natürlich trotzdem extrem tanky sind, muss man ja sagen. So. Ja. Waffen benötigt, Sire. Auch immer noch mehr Rüstung. Und wir brauchen weniger Holz. Ich glaube, da kamen wieder ein paar Fugen aus den Ländereien. Mehr Rüstung. Was können wir da machen? Ich würde sagen, mehr Rüstungsbauer bauen, nicht? Was ein Wunder. Wo passen denn noch welche hin? Ist die viel bessere Frage. Da passt noch mindestens einer hin. Sonst wird es jetzt auch langsam knapp hier. Stellen wir hier noch ein paar hin. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Brauchen auch noch ein paar Gehöfte. Hier steigt mal alle auf. Die Geschichte wartet. Ja, die Geschichte. Wenn ihr wüsstet, wie wenig Ritter insgesamt eigentlich Waffen benötigt, Sire. In den Geschichtsbüchern auftauchen. Waffen benötigt, Sire. Ja, so langsam füllen sich unsere Mauern. Und unsere Städte sind die euren. Genau, unser hier Ding jetzt auch. Burgfried, Bergfried.
Warte, hier, Bergfried. Genau, Bergfried, nicht Buchfried. Auch wenn wir nicht auf einem Berg stehen, aber hey. Waffen benötigt, Shire. Brauchen aber viel mehr Rüstung. Könnten uns zwar auch mal welche kaufen, das geht natürlich auch. Mache ich auch einfach geisterweise mal. Das ist doch mittlerweile ganz hübsch hier. Dann werden wir jetzt auch bald die nächste Länderei hier in Angriff nehmen. Für den Ruhm. Vorwärts. Auf die Plätze! Marsch! Waffen benötigt, Shire. Waffen. Derzeit bauen wir einfach weiter unsere Armee aus. Bogenschützen, bereit machen! Zack, zack! Achtung! Ihr macht mal weiter die kaputt. So, die Länderei ist dann jetzt auch schon unsere. Das heißt, wir ziehen weiter. Los geht's. Gehen los. Schützen, ihr stellt euch hier hin. Sobald ihr da seid, auch die Bogenschützen ein bisschen schneller. Jetzt Vorhut. Waffen benötigt, Shire. Schießt auf die Bogenschützen. Während unsere Hauptstreitmacht hier was einnimmt. Achtung! Hat böse feindliche Belagerungsgeräte. Na los doch! Auf euren Befehl! Reiner! Oder so. Unsere Truppen werden angegriffen. Sir, Waffenschultern. Bereit, Sire. Auf die Plätze. Zack, zack. Vorwärts. Schlachtordnung. Gepanzerte vorwärts. Oder so. Waffen benötigt, Shire. Waffen benötigt, Shire. Haben wir eigentlich noch Holz? Oder warum kommt hier... Oh, wir haben viel zu viel Holz. Hilfe. Was frage ich überhaupt? Erwarte Befehle. Greift an, meine Freunde. Shire? Greift los, an. Los. Ein Bauer hat das Gesetz gebrochen, mein Herr. Wir kämpfen tapfer. Oh, oh, oh. Da greifen sie uns schon über die Hügel an. Aufs Schnellste! Heißt, wir rücken auch hier. Ihr mordet meine Freunde! Möge Gott sich eurer Seele erbarmen! Gewonnen! Warum kam keine Siegesmusik? Weiß es nicht. Nun, da ich eine Kerbe in seiner Rüstung hinterlassen habe, ist es Zeit, William zum Kampf zu fordern. Okay. Mein Herz sagt mir, dass er vielleicht noch die Seiten wechselt, doch mein Kopf weiß, es wird ein Kampf um Leben und Tod. Okay. Wir werden jetzt weitergehen müssen. Unsere Truppen werden angegriffen. Die nächsten Ländereien einnehmen. Herr Fernkämpfer. Höchstwahrscheinlich. Schützen. Ihr habt mich doch nicht vergessen, oder? Die Jungs und ich dachten, ihr braucht vielleicht Hilfe. Was sollen wir tun? Ja, weiß ich auch nicht, was ihr tun sollt. Ich werde einfach in Tod laufen, das wäre ganz nett. Das ist nämlich mein Kill, ja? Schwertkämpfer, vorwärts! Zieht euch zurück, zieht euch zurück. Sobald ihr die Fernkämpfer erledigt, die Schwertkämpfer erledigt habt. Zurückziehen, zurückziehen. Erwarte Befehle.
Ja, Pikeniere vorwärts. In die nächste Länderei absetzen. Schnell. Bevor ihr alle drauf geht. Sorgt euch nicht, Sir William. Ich werde diesen Verrätern eine Lektion erteilen. Oh, Sir Gray, hallo. Was sagt ihr, Mylord? Ich gehe dir mal ganz nett aus dem Weg, ne? Hey! Eure Zeit auf Erden geht zu Ende. Ich werde dafür sorgen, dass ihr noch vor Ablauf des Tages zur Rechenschaft gezogen werdet. Kann es sein, dass wir jetzt extrem belagert werden? Angegriffen. Wäre nämlich gar nicht so mega cool. Waffen benötigt, Sire. Schützen. Werdet ihr uns brauchen? Vorwärts, kümmert euch um die Feindlichen. Männer an die Waffen. Komm, Alter. Die fette Feldschlacht oder was? Feindliche Armbrustschützen. Komm, mach die Schützen kaputt. Prüf die Waffen. Bereit. Der Clan McCloud wird mich rächen. Ist McCloud auch noch hier? So, der ist tot, ne? Oder? Kann sein. Aber Sir Gray haben wir. Oh, jetzt kommen ja alles. Königstreuen und Königsuntreuen. Auf einen Schlag werden sie alle kaputt gemacht oder so. So, kommt mal hier hin. Aber echt. Schützen, mitkommen. Weil meine Sicherungsgruppe ist irgendwie im Nichts verschwunden. Im Nichts. So, dann werden wir auch bald unsere Ritter einsetzen, sobald wir genug haben. Waffen benötigt, Sire. Und keine Bauern. Das können wir ändern. Das passt da nicht hin, my lord. Rekruten benötigt, Sire. Jetzt wartet Sir Gray hier. Und er ist fast tot. Glaube ich. Nee, er ist doch nicht fast tot. Ja, Sir William. Waffen benötigt, Sire. Waffen benötigt, Sire. Brauchen immer noch mehr Rüstung. Ich glaub es nicht. Das passt. Oh Mann, ey. Mehr Rüstungen, bitte. Danke. So, haben jetzt mittlerweile alle diese Ritterpferde. Sehr schön. Unser beider Schicksal ist eines. Ja, genau. Waffen benötigt, Sire. Absolut. Waffen benötigt, Sire. Nach und nach nehmen wir alle Ländereien ein. Wunderschön. Boah, die Belagerung, wie cool. Einfach mit Masse anstatt. Nee, Masse und Klasse, wichtig. Wichtig zu sagen. Na los doch! So, Leute, kümmert euch mal um Sir Gray hier drüben. Schnell! Lasst ihn nicht über die Brücke kommen, sobald er auf euch zuläuft. Kümmert euch um ihn. Da kommen sie. Feuer frei! Aus allen Rohren. Oder Armbrüsten. In diesem Fall. Vorrücken. Feuer eröffnen. Boah, kriegt der viel Schaden durch Armbrüste. Ich bin verloren. Das tut mir irgendwie leid. Muss ich sagen. Tut mir irgendwie leid. So, die Schwertkämpfer sind auch da. Ihr sichert da besser mal. Waffen benötigt, Sire. Wir haben immer noch Rüstungsprobleme, möchte ich kurz mal gesagt haben. Wir haben immer noch viel zu viel davon.
Aber wie hier nächste Folge weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Lustig und logisch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat's gefallen. Das nächste Mal werden wir William stürzen und danach den König. Ich bedanke mich. Bis dahin und ciao.